Hallo zusammen, ich bin Andreas und ich bin heute für Ich werde was unterwegs. Ich darf heute den IHK-Ausbildungsberuf Beton- und Stahlbetonbauer kennenlernen. Also, Bob der Baumeister kenne ich, haben wir alle geguckt. Und Minecraft kennt, glaube ich, auch jeder. Und einen Bagger wollte ich sowieso schon mal fahren. Also, ob ich das jetzt alles heute so hinkriege, weiß ich nicht. Aber wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal rein zur Firma Bauwens und frag einfach mal nach. Hallo, Herr Remke. Guten Morgen, Herr Wolf. Ja. Willkommen bei Bauwens. Dankeschön, Dankeschön. Jetzt bin ich mal hier als Probe-Azubi für heute. Und jetzt würde ich gerne mal sehen, wie das hier so läuft als Beton- und Stahlbetonbauer. Wir können uns aber auch gerne duzen. Ich bin Philipp. Alles klar, ich bin Andreas. Ich würde sagen, ich zeige dir einfach mal, wo wir arbeiten. Genau. Hi, Andreas. Hi, René. Die Lena kann dir aus erster Hand erzählen, wie ist die Ausbildung hier bei uns? Mhm. Und René weiß eigentlich alles über das Unternehmen und wie die Ausbildung bei uns aufgebaut ist. Alles klar, dann quetsche ich den Kollegen mal aus. Ja, erstmal um einfach nur einen Eindruck zu bekommen, wie viele Mitarbeiter gibt es denn hier bei Bauwens und wie viele Azubis sind da dabei? Wir sind in der Unternehmensgruppe insgesamt 350 Mitarbeiter und haben davon 21 Auszubildende, 2 kaufmännische und 19 im technischen Bereich. Und wie ist das denn? Ist man so als Beton- und Stahlbetonbauer auf dem Arbeitsmarkt gefragt? Total. Es ist wie in allen Branchen, in der Baubranche ganz besonders, schlägt der Fachkräftemangel durch. Und so geht es uns auch. Wir suchen Fachkräfte ohne Ende. Man hat als Beton- und Stahlbetonbauer da relativ gute Karten. Für uns ist ja interessant, diese Kombination zwischen gewerblicher Berufsausbildung und dem Studium zum Bauingenieurwesen. Und da sucht der Arbeitsmarkt nach. Also die Chancen sind da sehr gut. Okay, und wie ist das? Was muss ich mitbringen, um diese Ausbildung zu machen? Ja, hauptsächlich Lust, auf dem Bau zu arbeiten. Ja, ansonsten ist natürlich ein technisches, handwerkliches Interesse, ein Talent, ein Verständnis dafür hilfreich. Kann ich mit dem, was ich hier gelernt habe, dann auch richtig Karriere machen? Absolut. Es gibt Möglichkeiten, hier Karriere zu machen. Gerade bei uns in Verbindung mit diesem Studium zum Bauingenieur, was einfach eine gute Grundlage ist. Also alle, die bei uns arbeiten, auch in höheren Positionen arbeiten, haben mal mit einer klassischen gewerblichen Ausbildung angefangen oder mit einem Bauingenieurstudium. Und die Wege nach oben sind da offen, ob als Polier, als Bauleiter, Oberbauleiter. Später gibt es durchaus die Möglichkeit, in den Bereich Projektleitung, Bereichsleitung reinzugehen. Also da stehen die Türen total offen. Jetzt ist ja Beton- und Stahlbetonbauer nicht unbedingt so ein typischer Frauenberuf. Ja, das stimmt. Wie viele Frauen arbeiten denn bei Ihnen in dem Beruf? Wir haben bei den Auszubildenden 2 Frauen von insgesamt 21, die wir jetzt haben. Und im Unternehmen haben wir 11 Bauleiterinnen, also es sind noch nicht so viel. Die Tendenz geht da aber ganz klar nach oben. Ja, wir finden das total gut, wenn sich viele Frauen bei uns bewerben und freuen uns darüber. Ja, ich werde auf jeden Fall der Sache noch auf den Grund gehen mit dem typischen Männerberuf oder Frauenberuf. Mach das mal. Dann kann ich dich ja direkt zur Lena bringen und dann kannst du starten. Alles klar, so machen wir das. Ja, dann noch viel Spaß, schönen Tag und spannende Eindrücke. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ja, jetzt bin ich ja heute hier der Prob-Azubi und jetzt soll ich mal herausfinden, wie toll der Job wirklich ist. Und da brauche ich natürlich so eine Fachfrau wie dich. Wie kam das, dass du jetzt gesagt hast, den Job will ich lernen? Hast du irgendwie zu viel Bob der Baumeister geguckt oder woher kommt das? Ja, es ist also für mich dann relativ früh schon fest, dass ich auf jeden Fall in die Richtung des Bauwesens möchte. Mhm. Allgemein auch durch meine Familie. Und ja, ich fand es ganz interessant, weil man hier direkt den praktischen Bereich mit dabei hat, wo man die Erfahrung sammeln kann, die man ja später auch auf jeden Fall braucht fürs Berufsleben. Und wie lange geht jetzt deine Ausbildung? Also ich mache ja hier ein duales Studium bei Bauwens und zwar habe ich da ja die Ausbildung in das Studium integriert. Die Ausbildung insgesamt geht 3 Jahre lang, dann habe ich meine Ausbildung fertig und dann studiere ich noch ein Jahr lang weiter, dann habe ich meinen Bachelor. Okay, jetzt Moment, Ausbildung, duales Studium, da ist was neu. Duales Studium, wie, wo, was? Ja, genau. Und zwar, ich studiere Bauingenieurwesen an der Uni. Okay. Und parallel dazu mache ich dann eine Ausbildung als Stahlbetonbauerin. Und dann habe ich halt theoretisch in das Studium direkt die Praxis mit integriert. Dann hat man direkt mehr Erfahrungen, die man nachher fürs Berufsleben auch braucht. Also direkt 2 Fliegen mit einer Klappe. Genau.
Okay, und was genau lernt man jetzt alles in Ausbildung und Studium? Also im Studium hat man ja dann eher das ganze Theoretische und in der Ausbildung bin ich jetzt erstmal im Ausbildungszentrum. Und da lernt man halt praktisch, wie gemauert wird, Schalungsbau. Ja, es ist auf jeden Fall sehr vielseitig. Man kriegt Einblicke in den gesamten Beruf. Also nicht nur, also zum Beispiel auf der Baustellenphase kriegt man mit, wie läuft da die Planung, wie wird das direkt umgesetzt vor Ort, aber auch im Unternehmen an sich. Wie oft bist du dann so während der Ausbildung auf Baustellen? In den Semesterferien, da habe ich dann theoretisch die Baustellenphasen. Also kriegst du einiges mit davon? Ja, genau. Also ich war jetzt dieses Jahr schon 2 Monate auf der Baustelle. Mhm. Was von dem, was du bisher erlebt hast, hat dir jetzt besonders Spaß gemacht? Auf jeden Fall die Baustellenzeit, weil man da vor allem auch sieht, was man gerade macht. Also man hilft halt mit, das Gebäude zu erbauen und man weiß auch, dass man ein Stück weit da mitgeholfen hat. Ja, stimmt, da ist man schon ein bisschen stolz, wenn es dann fertig ist. Ne? Ja. Das ist ja jetzt nicht unbedingt der typische Frauenjob. Und wie läuft das dann mit den Kerlen? Ja, also auf der Baustelle war ich tatsächlich das einzige Mädchen. Es war schon am Anfang neu irgendwie für alle, hatte ich so das Gefühl. Ja, man versteht sich trotzdem mit allen gut, es klappt einfach trotzdem. Also habe ich nicht beschwert. Also hast du den Kerlen gezeigt, wo es lang geht. Ja, die genau. Sind jetzt handzahm. Ja, dann erstmal vielen Dank für deine Zeit. Und ich suche mir jetzt noch mal einen Kollegen, der schon fertig ist mit der Ausbildung, damit ich den auch noch mal richtig löchern kann. Okay. Alles klar. Ciao. Ciao. Hi. Hallo, ich bin Friedrich. Ich bin Andreas. Mir wurde gesagt, du bist jetzt schon fertig mit der Ausbildung. Genau, seit einem Jahr. Okay, jetzt erzähl doch mal, wie war denn die Ausbildung so? Ich fand sie wahnsinnig interessant. Gerade im Baugewerbe ist es auch wichtig, dass man dahinter ein bisschen praktische Erfahrungen packen kann. Gerade die Baustellen zu sehen, den Ablauf auf der Baustelle zu kennen, ist auch sehr interessant. Aber das Schöne ist natürlich, auch während der Ausbildung haben wir immer noch die klassischen Methoden, die handwerklichen Methoden gelernt. Wir haben nicht nur gelernt, wie man einen Plan mit AutoCAD zeichnet, also den CAD-Programm, sondern auch gelernt, wie man Pläne von Hand mit Tuschestiften zeichnen kann. Ja, dann, wenn ich so einen Plan sehe, wie viele Winkel und Linien da drauf sind, finde ich es beeindruckend, wenn das fertige Gebäude auch nur halbwegs ähnlich aussieht. Also wenn du sowas per Hand zeichnen müsstest und dann eine Linie falsch setzt, ist das natürlich wesentlich ärgerlicher. Wenn du jetzt so auf die letzten Jahre zurückblickst, was hat dir am meisten Spaß gemacht? Einfach die Möglichkeit, während der Ausbildung auch an verschiedene Orte zu kommen. Das ist das Schöne halt an den Baustellen, dass man auch mal rauskommt. Ja, klar. Also, wenn du sagst, du warst jetzt irgendwie auf verschiedenen Baustellen, wie oft oder wie lange warst du da? Ich war auf 6 verschiedenen Baustellen insgesamt, dann halt über die 3 Jahre verteilt, auch bei verschiedenen Projekten mitgearbeitet. Mhm. Ich habe alles gesehen, auch in unterschiedlichen Stadien, wo der Rohbau praktisch gerade erst angefangen hat und ich noch in die Baugrube reinhüpfen musste, bis hin zu dem fertigen Ausbau. Du bist ja jetzt fertig mit der Ausbildung. Was genau machst du jetzt gerade? Jetzt bin ich bei Bauwinds als Werkstudent weiter beschäftigt, während ich mein restliches Studium abschließe und durchlaufe hier im Haus dann auch einmal die verschiedenen Abteilungen, auch in der Kalkulation eingesetzt oder in der Projektentwicklung oder halt eben hier in der Prozessplanung. Habe so die Chance auch, das ganze Unternehmen kennenzulernen. Dann bedanke ich mich erstmal bei dir für deine Zeit. Gerne. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg beim Studium und bei deinem weiteren Weg. Und sag mal, meinst du, ich komme hier heute noch auf eine Baustelle? Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Teil. Alles klar. Ciao. Tschüss. So, jetzt endlich mal Bagger fahren hier. Wie geht denn das hier da vorne? Nee, da ist zu. Warte mal, Andreas. Bagger fahren gehört leider nicht zu deinen Aufgaben heute. Wie? Aber ich kann dir mal einen Kollegen zeigen, der erklärt dir mal, was unsere Azubis hier wirklich machen. Ja, das ist auch echt spannend. Okay. Nachher auch noch mal Bagger fahren? Komm mal erstmal mit. Okay. Ja, das ist unser Fachmarktzentrum. Das werden mehr als 14.000 Quadratmeter Gewerbefläche. Beziehungsweise Handelsfläche. Gewerbefläche kommt noch mal dazu, das sind fast 6.000. Und das ist Ken. Hi. Andreas. Hi, Ken. Grüß dich.
Ken ist bei uns Azubi zum Beton- und Stahlbetonbauer, so wie Lena und Friedrich auch. Mhm. Und der zeigt dir jetzt mal, was er hier den ganzen Tag macht. Das hier gibt die Zufahrt, ja? Ja, genau. Das wird dann die Zufahrt zu dem Parkdeck, die spindelförmig aufgebaut ist. Aber ihr müsst das alles noch auf dieses Niveau hier angleichen? Ja, hier kommt dann die Parkfläche hin. Da geht ja auch noch richtig Material drauf. So, jetzt habe ich schon gehört, dass du keinen Bagger fährst. Nee. Was genau hast du denn jetzt hier dran gemacht? Hier habe ich alles live mitbekommen, wie es angefangen hat mit der Schalung. Stück für Stück haben die das hier aufgebaut, musste permanent kontrolliert werden. Dann haben die hier mit einem speziellen Beton gearbeitet. Dann mussten wir kalkulieren, wie viel Beton wir hier brauchen. Hier durfte ich auch mit betonieren. Mhm. Das war auch mal interessant. Ich habe die Rüttelflasche gehalten, ich durfte mal abziehen. Also ich habe wirklich jeden Arbeitsschritt hier an der Spindel live mitbekommen. Aber da gehören auch andere Sachen dazu. Komm mal mit. Okay. Hier sind wir jetzt in einem anderen Bauabschnitt. Das wird mal ein späterer Hitmarkt. Okay. Hier wurde jetzt auch schon die erste Bodenplatte gelegt, der erste große Teil. Ja, was hast du jetzt bisher hier so gemacht? Ich habe vom Projektleiter direkt ein eigenes Projekt bekommen. Das fand ich natürlich sehr interessant. Mir wurden zwei Leute zur Verfügung gestellt und das hatte ich vorher noch nie so gehabt. Natürlich auch direkt Verantwortung musste ich übernehmen. Da habe ich vom Abstecken des Baufeldes bis hin zum Streifenfundament, Bewehrung, alles beobachtet, aber auch mitgeholfen. Mhm. Und nachher wurde mir auch gezeigt, wie man mauert. Habe ich einen Maurer dazu bekommen. Stück für Stück habe ich das Bauobjekt dann mitbetreut. Das hat auch 6 Wochen insgesamt gedauert. Also da war meine Haupttätigkeit auch. Und da habe ich natürlich auch am meisten gelernt. Okay, aber du durftest das selbstständig erarbeiten? Koordinieren, genau. Ich durfte es selbstständig koordinieren. Natürlich haben sie mir ab und zu mal über die Schulter geschaut. Ja. Auch nachgeprüft. Und was würdest du jetzt sagen, hat dir hier am meisten Spaß gemacht? Ja klar, dass ich natürlich direkt Verantwortung übernehmen durfte und wirklich jedes Berufsfeld hier kennenlernen durfte. Es war sehr spannend. Das Baggerfahren und ich nicht. Allgemein muss ich sagen, die Firma achtet sehr darauf, dass ihre Azubis was lernen, dass sie früh Verantwortung übernehmen und dass sie alles von der Firma mitkriegen, was hier so geht. Ja, der Tag geht zu Ende. Ich bedanke mich für die Tour hier. Gerne. Ich danke dir. Gerne, Andreas. Hat echt Spaß gemacht. Und ja, vielleicht sieht man sich mal wieder. Ja, stimmt. Freut mich, wenn es dir gefallen hat. Auf jeden Fall. War viel Action hier. Okay, ich mach mich los. Ciao. Ja, der Tag ist vorbei hier auf der Baustelle. Bagger fahren durfte ich leider nicht. Ist vielleicht auch besser so. Das sieht ja alles echt teuer aus. Ich wollte es nicht kaputt machen. Aber ich fand es ziemlich cool, es war echt interessant. Und wenn ihr euch jetzt für den Beruf interessiert, dann guckt mal bei der IHK nach, macht euch schlau und bewerbt euch einfach mal. Ich werde was und ihr auch.